Und das ist übrigens auch das ist ein ganz interessanter Aspekt im Koran, mal auf sowas zu achten, versuchen, Schemata im Koran zu erkennen. Manchmal, du wirst im Koran sehen, wenn die Rede von Hab und Gut und Kindern und Familie ist, ja, wird das Hab und Gut immer vorgestellt. Ja, manchmal in Allah Ta'ala sagt, sie, also die zurückgeblieben sind von dem Munafiqun, wenn du sie fragst, was werden sie sagen? Shagalatna amwaluna wa ahluna. Unser Hab und Gut und unsere Kinder haben uns beschäftigt. Das heißt, wir waren beschäftigt mit unseren Tätigkeiten, mit unseren Kindern und Familien und deswegen konnten wir nicht teilnehmen. Also erst Hab und Gut, dann die Familien, die Kinder. Al-Mal wal-Banun, Zinatul Hayat al-Dunya. Al-Mal, das Hab und Gut und die Kinder, die Nachkommen, sind Schmuck des Diesseits. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Euer Hab und Gut und eure Kinder sind eine Fitna. An allen Stellen siehst du durchgängig dieses Schema. An einer einzigen Stelle wird diese Reihenfolge wieder nicht eingehalten. Und zwar in der Aussage Allah Ta'ala, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أحب إليكم من الله ورسوله. Sprich, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Frauen, eure Sippen, euer Vermögen, eure Geschäfte euch lieber als Allah sind und dem Einsatz auf dem Weg Allahs hier sehen wir eine andere Reihenfolge. Warum ist hier wieder die Reihenfolge gebrochen worden? Aber was beschäftigt die Menschen in der Regel mehr? Das Einnehmen vom Geld, das Schützen vom Geld, das und so weiter, also das Hab und ihr Hab und Gut. Das ist ja eigentlich für die Familie sozusagen erworben. Aber auch wenn dem Menschen seine Familie lieber ist, verbringt er eine immense Zeit nicht ja. mit der Familie, die ihm lieber sind, sondern mit dem Anschaffen der materiellen Mittel. Und in all diesen Versen geht es um Beschäftigung. Deswegen, als die Munafiqun gefragt wurden, was sagten sie? Shagalatna amwaluna wa ahluna. Unser Hab und Gut und unsere Familien haben uns beschäftigt. Hier geht es aber um die Liebe. Hier geht es um die Liebe und deswegen wurden die Verwandten an erster Stelle gesetzt. Also das sind so Aspekte, die man betrachten sollte im Koran, wenn du den Koran yani, soll ich sagen, aufmerksam liest und solche Sachen feststellst, dann ist es ein sehr guter Punkt, weil nicht all diese Dinge werden immer in den Büchern erwähnt. Manchmal sind das Dinge, auf die man ja selbst kommen muss. Tamam?